Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Infected. Wir befinden uns im Tag 50. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens und es ist Januar, der erste Januartag. Wir haben gestern den Tag ein bisschen was hier gemacht, offscreen. Paar diverse Sachen vorbereitet, wieder mal ein paar Barren gemacht, auch ein bisschen was aufgefüllt. Und zwar habe ich hier hinten schon mal wieder den ein oder anderen, das ein oder andere Windrad fast komplettiert. Also ihr seht, es fehlt uns jetzt massiv an Aluminium. Auch Kobalt fängt jetzt wieder an, eng zu werden, aber das sind eben die Momente, wo man die Stromsachen baut und dann ist das alles ein bisschen eng. Einmal ist es, den einen Tag ist es Kupfer, den nächsten Tag ist es Aluminium, den dritten Tag ist es Kobalt und man hat alles vorher haufenweise gehabt. So ist es halt, ne? Da ändert sich nichts. Gut, ich habe hier schon mal, ich weiß nicht, ob das den letzten Folgen aufgefallen ist, ich habe das schon mal hier ein bisschen so platziert, in der Hoffnung, dass das vielleicht ein bisschen besser aussieht, als wenn es hier oben steht. Das war eigentlich nur mal kurz hingestellt und ja, eben für den Moment. Okay, für den Moment, dass wir es halt hier besser bauen können und dass das nicht alles so vollgestellt ist hier, ne? Gut, was ist das da drüben, ein Schaf? Nee, das ist eine Ziege? Nee, ist ein Reh, ne? Nee, ist eine Ziege, ich probiere mal mein Glück. Warte mal, da muss ich mal, das würde ich mir gerne mal, also wir haben die Betäubungspfeile drin. Da würde ich sagen, wir gucken einfach mal, ob das funktioniert. So. Ob das ein Zieglein ist, eine Ricke oder ein Bock. Schauen wir mal. So, wo bist du? Das sieht nach einem Reh aus. Okay. Reh könnte man rein theoretisch auch gebrauchen, aber eben nur rein theoretisch. Ich habe genug Trockenfleisch da. Ich muss jetzt nicht unbedingt was töten, nur dass wir was auf dem Schlachtertisch haben. Lassen wir das mal. Das sieht aber auch gut aus hier. Ja? Sieht aus wie so ein, jetzt würde hier ein Wolf oder ein Bär aus dem Stein kommen. Krass. So, aber was es wieder einmal so vormacht, das Gehirn, ne, wenn man irgendwas sieht. Ja, ja, so ist es. Ja, ich habe mal die ganzen Fackeln oben ausgemacht, die lasse ich mal an hier. Wir werden ja irgendwann mal wieder in die Situation zurückkehren, wo wir wieder die Horde bzw. die Angriffe aktivieren. Momentan habe ich es noch aus. Bei den Tieren habe ich mal zwei von den, von den männlichen Hühnern, ja, habe ich mal weggeschlachtet, damit die Küken Platz hatten, weil die waren nämlich trächtig hier. Und die sind schon wieder trächtig demnächst. Also erscheint heißt in dem Fall, dann sind sie trächtig und dann läuft das, glaube ich, nochmal eine Stunde oder eine halbe Stunde und dann kommt das Küken. Wir haben da übrigens ein männliches wieder und ein weibliches. Ich denke mal, das Küken können wir dann auch irgendwann wegschlachten. Ja, nochmal zu dem Thema Essen. Also ihr habt zwar gesagt, das steht hier dran, aber es steht hier auf der Zahl. Und wenn man hier reinkommt, geht man ja nicht unbedingt auf diese Null, die hier steht. Ich habe das ja schon mal erklärt. Na, ich habe ja ein bisschen vorproduziert. Trotzdem danke für eure Hinweise an dieser Stelle und auch natürlich einen ganz herzlichen Dank, dass es euch wirklich so gut gefällt und ihr da dauerhaft mit einer konstanten Zuschauerzahl dabei seid. Das ist sehr, sehr erfreulich. Aber der Infected ist auch ein Ding, was bei mir richtig gut immer läuft. Ne? Also da bin ich ehrlich zufrieden. Irgendwas mache ich da richtig. Mein ganz herzlichen Dank an euch alle, die sich das anschauen in dieser Stelle. So, und ich habe natürlich hier wieder aufgefüllt und ich hätte auf die Null damals gehen müssen, dann hätte ich es gesehen, dass was hier reinkommt. Hier selber steht es nicht. Es wäre sinnvoll gewesen, wenn es hier wäre, das Pop-up, anstatt hier drüben bei der Null. Natürlich war mir das bewusst, dass das nicht unbedingt vielleicht so der richtige Ort ist, ne? Weil es ist ja hier das Inventar zum Rausnehmen, aber man probiert es halt einfach mal. Und wenn die Zeit knapp ist, dann ist eben das Testen dann manchmal auch ein bisschen, gerät da zu kurz. Gut, hin wie her. Wir haben hier einen Haufen Milch. Einige von euch haben auch geschrieben, wie sie das machen mit dem Füllen hier. Und also ich habe eigentlich vor, hier einen männlichen Hahn oder Huhn zu haben, wie auch immer das hier deklariert wird. Es sieht ja eigentlich aus wie ein männliches Huhn, aber eigentlich müsste es ja ein Hahn sein, denke ich mal, oder? Ich weiß es auch nicht genau, bei Hühnern kenne ich mich da. Eigentlich müsste dann ein schöner Hahn sein, ein bunter, der die ganzen Weibchen hier unter Kontrolle hält, na, dass sie keinen Mist bauen. Und ja, aber irgendwie die Farbveränderung gibt es da wohl noch nicht. Vielleicht kommt das mal irgendwann, vielleicht auch nicht. Am Ende ist es egal, es erfüllt seinen Zweck. Ein Männlein würde ich lassen und eben vier Weiblein. Und hier genau dasselbe. Vier Ricken und vielleicht einen Bock oder so. Müssen wir mal schauen. Aber die scheinen ja, glaube ich, von. Müssen wir mal schauen. Die scheinen ja von alleine trächtig zu werden. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Das ist Zauberei.
Bienenbestäubung und so, ihr wisst Bescheid. Gut, was wollte ich sagen? Wir haben heute ein bisschen vor, ein bisschen was auszubauen bzw. zu modernisieren. Ja, und da haben wir natürlich hier das entsprechende Gerät dabei. Ich würde das auch gleich mal machen. Ich habe unten den Lehmerdensammler, der ist erstmal abgeschaltet. Halt, hier wollte ich nicht hin, dahin. Kann ich den eigentlich mal wegnehmen? Toll. Machen wir es so. Den Lehmerdensammler habe ich erstmal abgeschaltet. Ich denke, da kommen wir auch erstmal so über die Runde. Momentan haben wir genug. Natürlich werden wir es demnächst wieder brauchen. Und ich denke, wenn wir dann unten die nächste Reihe anfangen, werde ich ihn wieder einschalten, ne? Dass wir das so beibehalten. Ansonsten habe ich hier natürlich die Kiste mal regelmäßig ausgeräumt von dem Müll, den wir da haben. Hier, wie zum Beispiel, okay, das ist keiner drin, das ist auch keiner. Hier, ne, das hier, dass wir da immer Biotreibstoff haben. Ne? Das bringt uns auch hier zu dem hier. Der läuft also auch, den habe ich auch schon wieder ein paar Mal aufgefüllt. Läuft alles am Schnürchen. Die machen hier auch viel Freude. Allerdings ist es halt mit denen so, da bräuchte man normalerweise so 5 oder 10 Stück, dass man hier auf eine ordentliche Anzahl kommt. Aber am Ende hast du dann die Geräte rumstehen, brauchst du eigentlich nicht mehr. Zumindest, wenn du hier nicht in den Bauwahn verfällst. Und dann ist es das eigentlich auch, ne? So, ich kann hier nochmal gucken. Das soll eigentlich, irgendwas ist kaputt hier mit dem Mike. Der füllt keine Steine mehr auf. Ich weiß nicht, ob das wieder rausgenommen wurde. Ich habe eigentlich nichts in den Logs gelesen, weil es hat ja super funktioniert. Ich habe das jetzt auch nochmal alles umgestellt gehabt und habe es jetzt nochmal neu eingegeben. Oder ich hatte bloß die Steine mal hier oben. Er kümmert sich um die Beete, er repariert. Also zum Reparieren haben wir momentan nichts. Können wir das also auch nicht feststellen. Und naja, aber er könnte mal Steine holen. Macht er nicht. Holz habe ich jetzt eingestellt, holt er auch nicht. Ich weiß nicht, ob der gerade wirklich so viel zu tun hat. Ja, es ist sicherlich schon aufgefallen, die Beete habe ich natürlich hier verschwinden lassen. Ne? Das hat man ja letztens gemacht, wo wir den Stall gesetzt haben. Und hier sind jetzt nochmal ein paar davon, aber ich glaube, der gammelt hier einfach nur rum, der Typ. Ja, der steht kurz vor der Entlassung. Also ich glaube, das, ja, kleiner Spaß am Rande. Das weiß ich auch nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Ich habe die Öfen umgestellt. Na, ich habe die so gemacht, dass wir hier drunter stehen, falls es mal regnet. Finde ich eine schöne Sache so. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich es gezeigt hatte oder ob ich es damals vergessen hatte in der Nachfolge. Am Ende sieht es momentan so aus und wir sind auch reichlich leer. Auch hier bei den Eisenbarren. Ja, so sieht es aus. Na, und da ist eben nicht mehr viel. Wir haben einen Haufen Stahl. Am Ende stellen wir gerade fest, dass wir gar nicht so viel Stahl brauchen. Aber ist egal. Gut, wir werden aber jetzt trotzdem mal hier ein bisschen anfangen. Und zwar habe ich nämlich vor einigen Folgen was vergessen. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, welche, weil ich ein bisschen vorproduziert habe. Ihr wisst ja. Und da hatte ich ja noch gesagt, wenn wir dann zurückkehren und ich dran denke, machen wir das noch. Da waren wir, glaube ich, in der Höhle. Und was habe ich natürlich nicht gemacht? Ich habe es natürlich nicht gezeigt. Ihr seht, bei der Eisenspitzhacke haben wir ungefähr so, ich würde mal sagen, so 10% sind weg. Ne? Wir haben also noch so, oder vielleicht sind es auch 12%. Wir haben so um die 90, 88% haben wir da vielleicht noch so, vielleicht auch 85. Irgendwie sowas, ne? Wenn wir den Kreis mal so deuten. Ihr geht also hier ran. Und ihr seht es rechts unten schon, tanken können wir natürlich hier auffüllen, ist ganz klar. Mit der rechten Maustaste können wir schärfen. Bewegen können wir das Objekt und natürlich löschen, das wollen wir alles nicht. Mit der rechten Maustaste geht ihr einfach hier drauf und dann wird es hier dran gehalten und schaut mal auf den Balken unten und schon ist er voll. Und es hört von alleine auf, wenn es voll ist. Somit ist dieses Werkzeug, es braucht natürlich ein bisschen Treibstoff und ihr seht auch, wir waren ungefähr bei halb. Hat schon ein bisschen was gemacht, aber unterm Strich braucht ihr nie wieder ein Werkzeug bauen, wenn ihr es repariert. Dauert natürlich länger, wenn ihr jetzt bei 30% unten seid, aber an sich sind das hier ein paar Sekunden und ihr habt wieder ein vollwertiges Gerät zum Verwenden. Und das ist eine ganz feine Sache. Also ich finde das wirklich, das ist eigentlich mit das schärfste Gerät hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wir können auch mal hier schauen, wie es bei dem aussieht. Der hat... Weiß ich nicht, ob der eine Haltbarkeit hier hat. Ja, hat er auch, aber ich glaube, das geht nicht kaputt, das Verbesserungswerkzeug. Das ist also okay, aber die Axt haben wir, glaube ich, noch nicht so benutzt. Können wir mal gucken. Ne, die haben wir noch nicht so benutzt. Ja, also das könnt ihr dann alles reparieren. Ne? Ich glaube, das geht nicht hier. Die Steinsachen, die gehen, glaube ich, nicht. Ne? Wir können mal ganz kurz reinschauen hier. Wo ist es denn? Das ist weg. Okay, die Steinachse ist irgendwie repariert, beziehungsweise ganz.
Kann man also gerade nicht testen. Wir haben aber nochmal testen, aber ich glaube, die Steinsachen funktionieren nicht. Es funktionieren nur die Eisensachen. Na, also Eisenaxt, Eisen, Speer, Eisen. Apropos Speer, haben wir den? Schaut mal. Ne, das ist kein Eisenspeer, das ist ein anderer. Und da funktioniert das auch nicht. Ihr seht es gerade, also es funktioniert nicht. Es ist dieser Knochenspeer und der funktioniert hier nicht dran. Ne? Rechte Maustaste soll man drücken, funktioniert also nicht. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Es sind also nur die Eisensachen. Ja, wie gesagt, einiges kommt bei mir auch wieder. Es ist halt manchmal so, dass es ein bisschen war ja letztes Jahr irgendwann im Mai, Juni haben wir hier zuletzt rumgewerkelt. Ja, dann ist das so. Gut, Verbesserungswerkzeug und was haben wir hier? Reparaturhammer. Wir nehmen heute mal das Verbesserungswerkzeug mit. Ich schaue noch mal kurz in unser Inventar. Da war ein bisschen was drin, was wir so gar nicht so viel brauchen vielleicht. So, dann mache ich noch mal so zwei Stück. Die 3 Minuten sollten um sein, dass die fertig sind. Und sind sie auch. Und das Schöne an diesem Gerät ist, es zieht wirklich nur Strom, wenn wir hier draufklicken. Für diese 3 Minuten braucht er jetzt für jede Sekunde oder wie auch immer das berechnet wird, 40 Strom. Ja, und das ist es. Und danach schaltet er sich automatisch wieder ab. Ist echt eine feine Sache. Den Ölsauger habe ich momentan aus. Ja, und den schalten wir irgendwann wieder ein. So, jetzt haben wir natürlich hier auch Haufen Sand drin. 300 Stück. Das lösche ich mal. Das braucht kein Mensch. Und mit der rechten Maustaste nehme ich die 60 Eisenbrocken, die wir haben. Sind wir natürlich gerade ein bisschen schwer. Soll uns aber nicht stören. Ich würde es gleich mal in den Ofen tun, aber ich mache den jetzt nicht an. Das machen wir bei Gelegenheit mal wieder. Und dann haben wir eigentlich schon wieder 12 Barren, ne? 5 Stück brauchen wir immer für einen Barren. Sind da schon wieder 12 Barren. Also es ist wirklich eine feine Sache, was dabei rauskommt. Kann man nicht meckern, ne? So. Und der Rest kommt erstmal hier rein. Ich glaube, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Des Weiteren, muss es irgendwie ein Update gegeben haben. Schaut euch mal die Kisten an. Die haben sich verändert. Es sieht so nach altem Holz aus. Es ist nicht mehr dieses schöne, frische Holz, was man hier auch bei den Brettern hatten. Da ist es noch so schön, die Farbe. Aber die Farbe der Kisten hat sich verändert. Schaut mal. Sehr seltsam. Und es gibt auch nicht mehr hier vorne diesen Verschlag zum Öffnen. Gibt es nicht mehr. Na, man sieht zwar hinten noch die Scharniere, also das sieht man noch, aber vorne, das ist weg. Das Scharnier vorne ist weg. Okay, ich habe jetzt nichts dagegen. Ja. Naja, was soll ich sagen? Lass mal so im Raum stehen. Gut, dann haben wir hier natürlich Zement. Ja, und ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ist. Ich habe ja, warte mal, ich glaube, ich brauche 70. Ich habe ja den Drack noch nicht gefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das heißt für mich, ich müsste jede Stadt noch einmal abfahren und nochmal nach dem Rechten schauen, ob wir das hinter irgendeinem Haus übersehen haben. Ich vermute allerdings, dass wir nicht alle Häuser bzw. alle Städte gefunden haben. Das ist meine Vermutung. Und deswegen würde ich nochmal auf eure Hilfe pochen, falls ihr es selber gespielt habt und die Karte schon gründlich erkundet habt. Uns muss irgendwo eine Siedlung entgangen sein. Und ich vermute mal, dass sie abseits von der Straße irgendwo ist. Es wäre also furchtbar freundlich, wenn ihr da nochmal einen Tipp hättet, wo wir auf der Karte hin müssten. Na, wir waren hier den Mike holen. Wir hatten hier gibt's. Oh, da fällt mir gerade ein, hier gab es auch noch eine Siedlung. Warte mal, wo waren die hier irgendwo, ne? In der Biegung irgendwie? Haben wir die gelootet? Wir haben doch den Mike bloß geholt und sind abgehauen, ne? Weißt du was? Das ist das, was wir heute machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir dort gesehen hatten oder was wir dort gelootet hatten. Ich glaube, da war auch eine Lagerhalle. Ich kann es allerdings nicht mehr sagen. Und das heißt für mich jetzt, wir schauen da nochmal nach dem Rechten, weil ich es nicht mehr auf dem Schirm habe. Und das werden wir heute tun. So, ich habe jetzt Waffen dabei. Ich muss bloß mal ganz kurz nochmal mein Essen hier überprüfen. Ne, Essen war hier drüben, Entschuldigung. So, Essen war hier drüben. Da haben wir also, wie gesagt, auch genug von allen irgendwie. Und ja, dann essen wir das mal. So, dann sind wir da wieder voll. Ich habe momentan gerade kein Licht hier. Kleinen Moment mal bitte.
Ja, es ist gerade so dunkel geworden draußen, dass ich noch keine Lampe anhatte. So, jetzt sieht es besser aus. Okay. Wir brauchen noch etwas für die Proteine. Das haben wir hier hinten. Ich habe nicht mehr viel. Ich nehme trotzdem die beiden mal hier runter vom Ständer. Ich habe hier oben in der Kiste noch einiges. Und zwar auch einiges, was uns wahrscheinlich relativ schnell verdirbt. Aber okay, wir machen das jetzt mal so. Ich prüfe nochmal schnell die Waffen. Und dann würde ich sagen, okay, das ist nicht viel. Das ist auch nicht viel. Dann werfen wir das mal hier raus. Ja, eigentlich wollte ich ein bisschen mehr mit euch bauen, ne? Aber das sieht gerade anders aus. Das ist der Stahlspeer. Ich nehme mal den mit. Falls wir wirklich in unangenehme Situationen kommen und auf der 1 nehmen wir noch so einen mit, dann können wir den da als erstes vermehren. So, Mike, du weißt Bescheid, ich bin unterwegs. Ach so, Treibstoff. Treibstoff war noch so eine Sache vielleicht. Ja, und ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht trotzdem nochmal eine Runde machen durch die Dörfer, um einfach an die Metallteile und an die Plastikteile und Elektronikteile zu kommen. Das wäre eigentlich so meine einzige Intention diesbezüglich. Weil es einfach ja, geschenkt ist, sage ich mal. Und wir können das zwar selber alles herstellen, wir haben ja nun die ganzen Werkbänke und alles. Auf der anderen Seite, ich bräuchte eigentlich nur noch das Wasserhaus. Dieses Bohrturm möchte ich nicht bauen. Dafür reicht mein Ölsauger aus. Und jetzt muss ich mal schauen, wir fahren gerade. Ja, wir fahren gerade in die falsche Richtung. Soll mich aber auch nicht stören. Da fahren wir einfach mal hier rum. Gut, wir hätten jetzt auch geradeaus weiterfahren können auf die Straße und dann wären wir da auch da gewesen, aber alles gut. Ja, und dann sind es eigentlich nur noch ein oder zwei Gebäude und die sind relativ schnell gebaut. Jetzt fahren wir ja trotzdem da lang, das ist egal. Okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wie fahren wir denn jetzt? Okay, dann haben wir den kleinen Stein umfahren oder was? Na egal. So, kommen wir her jetzt hier. So, hier vorne ist die Straße. wenn wir sie bald mal haben hier. Entschuldigung für das Geeier, aber die Bäume stehen im Weg. So, genau, und dann biegen wir hier vorne rechts ab. Und dann gehen wir da nochmal schauen. Da sind wir ja bloß durchgefahren. Ich weiß, da hat man ja den Mike dabei. Und da war nicht viel möglich, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass dort nochmal jetzt für uns der Truck steht. Eine andere Möglichkeit sehe ich fast gar nicht. Also, wie gesagt, wir werden es jetzt sehen in der Folge. Und ich denke, wir fahren da auch mal gemeinsam hin. Wir nehmen uns die Zeit. Auch wenn die Folge schon wieder etwas vorangeschritten ist, aber wir nehmen uns einfach die Zeit. Ich werde dann vielleicht die Rückreise abkürzen. Schauen wir einfach mal. So, ich wirklich, also Winter ist mir eigentlich mit das Liebste, bis auf die Eisstürme. Ansonsten muss ich sagen, ist der Winter hier eigentlich eine ganz feine Sache. Vor allen Dingen, weil man auch viel mehr sieht und Konturen vielleicht besser zu erkennen sind. Na, das ist eben so grün. Na, das ist so eine Sache. Das kann man schnell in optische Täuschung verfallen und so weiter und so fort. So. Hier ist der Weg hinterm Stein. Na, das ist ja ein Ding. Krass. Okay. Gut, also ich würde mal sagen, irgendwas war ja da hier vorne gewesen und in dem Dorf. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt vielleicht dort steht. Ich weiß es nicht wirklich. Es ist das einzige Dorf, was meines Wissens wir jetzt noch nicht haben. Gibt es irgendwo noch ein verstecktes Dorf? Seid so nett und schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weil den Truck würde ich schon noch in dem Let's Play hier holen. Auch wenn man dann vielleicht nur noch mal eine Runde Test fahren, aber es ist halt wie es ist, ne? Was willst du machen? Ansonsten haben wir soweit alles. Wie gesagt, das Wasserhaus noch. Und müssen wir halt mal gucken, was dann noch so anfällt, ne? Wo sind wir? Ja. Ich glaube, ein Stück müssen wir noch. Ja, ich bin zumindest schon mal froh, dass man an den Wölfen, wenn man an denen vorbeifährt oder an den Bären direkt, dass die einen dann nicht hinterherhetzen. So wie die, ja, die Bosse und alles, dass die dann einem bis nach Hause gefolgt sind. Ihr erinnert euch an die Folge. Das war echt eine üble Nummer. Und wie gesagt, hier waren wir jetzt noch nicht. Da würde ich einfach mal sagen, wir schauen hier mal nach dem Rechten. So, und da ist schon der Erste dort vorne. Da war der Bogen weg. Nein, ist nicht dein Ernst. Oh, jetzt kommen beide. Ist nicht dein Ernst, da war der Bogen weg.
Ja, du, ich geb dir eine. Ist da ins Haus rein? Da ist ins Haus rein. Das ist ein Schweinepriester. Wo ist er denn? Ist er reingekommen oder war das der der kleine Digger? Der andere war hier vorne. Ja, muss ich jetzt im Nahkampf machen. Ich habe keinen Bogen mehr. Da habe ich nicht drauf geachtet. Und hier ist der Drack. Leute, hier ist der Drack. Ist der Hammer, oder? War hier drüben einer? So, ich muss mal gucken. Wie sieht's aus? Haben wir Verwundung? Nee. Ich wollte mir übrigens auch mal die Rüstung noch machen. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Wir haben den Drack. Mechanikteile, Eisenbahn, Stahlbarren, Plastik. Plastik könnte klappen. Eisenbahn sehe ich überhaupt nicht das Problem. Das haben wir in wenigen Stunden erledigt. In Game-Stunden. Stahlbahn haben wir da. Definitiv. Mechanikteile. Da müssten wir auch noch ein paar haben. Aber wenn wir hier durchlooten, und das werden wir jetzt tun, wird das eine andere Geschichte werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt zum Dings gehe, sind die wieder da, oder? Ist mir aber egal, ich mach's trotzdem. Schnell Gas geben, bevor die spawnen. Okay. Gut, fangen wir mal an. Ja, so kann's gehen. Da haben wir das ja, was wir wollten. Schöne Sache. So, was wir hier nicht brauchen, schmeißen wir einfach weg, ne? Und ich sehe schon viele Sachen, die wir hier einsammeln, die wir nicht wirklich brauchen. Das Schöne ist eben, dass man nach 10 Tagen hier wiederkommen kann in die Dörfer und dann dementsprechend sich da wieder neu ausrüsten kann, wenn man das so will. Oder sagen will, sagen wir es mal so. So, da haben wir schon ein Mechanikteil, das ist doch toll. Ja. So, einmal hier raus. So, was brauche ich nicht? Das brauche ich nicht. 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 Das lassen wir mal drin. Das lassen wir auch drin. So, das sind Pfeile. Die kommen eigentlich hier rein. Ach, das sind Steinpfeile. Ich habe Knochenpfeile. Naja. Ich weiß nicht. Eigentlich könnte man die wegwerfen. Ne? Ist eigentlich relativ sinnfrei, die zu behalten. Naja. Gut, gehen wir weiter. Treibstoff ist immer gut. Ja, hätte man gar nicht. Wie gesagt, an das hätte ich ja fast, das hätte ich ja fast vergessen, dass wir hier durchgekommen sind. Wollte gerade sagen, sind das Reifen für das Quad, aber sieht ein bisschen gewaltig aus. Also das mit dem Loot-System, dass das so verändert wurde, gefällt mir sehr gut. Ich finde es auch in Ordnung für ihn, dass er das outgesourced hat, dass er so Arbeitsaufträge an andere abgegeben hat. Das ist ja dem Spiel hilfreich und ich sag mal, wenn er trotzdem noch was dran verdient, dann ist doch alles gut, oder? Ich denke, so wird es ja auch sein. So, brauchen wir hier eine Lampe? Habe ich eine Lampe dabei? Ja, wir können mal anmachen, ne? Ist ja egal. So, da haben wir schon wieder ein paar Mechanikteile. Sehr gut. Ja. Das andere mache ich dann da drüben. Da könnte ich doch schon mal was reintun, was ich habe, genau. Plastik und das. Müssen wir da bloß nochmal schauen. Das war dementsprechend dann uns das merken, was wir noch mitnehmen müssen. Ich denke, wir werden hier schon noch ein bisschen was finden, was der braucht. Siehst du, das war wieder ein Mechanikteil. Läuft. Auch Verbände haben wir wieder ein paar. Sehr gut. Oh, was ist los? Jetzt, jetzt. Und wieder Plastik. So, das brauche ich alles nicht hier. Das ist... Stein brauche ich auch nicht. Das nehme ich mit. Das fliegt auch raus. Das kann ich zu Hause machen. Das nehmen wir mit.
So, was habe ich noch hier? Oh, jetzt wird es kalt. Das ist schlecht. Wollen wir mal hoffen, dass wir das überleben. Das ist echt blöd, ne? Aber der Winter ist ja auch noch nicht vorbei. Also, was soll man meckern, ne? Ist halt, wie es ist. Ja, jetzt wird uns kalt. Das ist blöd. Ich habe ein paar von den wunderschönen Sachen dabei. Ist ja eben komisch, dass man hier trotzdem im Gebäude dann einen Kälteschaden hat, ne? Ups. Freezing. Ich habe aber die Klamotten habe ich an, ne? Ja, sonst müsste ich nämlich sofort nach Hause fahren. Das wäre absolut ungünstig. Weil da wären wir wahrscheinlich noch, bis wir zu Hause aufschlagen, wären wir wahrscheinlich schon tot. So, ich muss mal hier runterrennen. Hier ist nichts mehr, ne? Dann gehe ich in das Gebäude. Hallo, ihr Froschis. So, warte mal, hier war da was. Genau. Kabel. Ja, dann habe ich ja die Runde, die ich sowieso machen wollte, nochmal alles abzuklappern. Das erledigen wir dann jetzt gleich, ne? So, wartet mal, ich muss hier mal was essen. So, alles schicki. 48 sind wir schon runter. Das hat man alles, ne? Ja. Hier waren wir drin. Hat man. Dann ins Bad. Ja, ist natürlich ein bisschen blöd, aber was willst du machen? Na? Gut, haben wir auch einen großen Verband. Läuft. Also Verbände haben wir genug. Wir können uns hier hochheilen. Es wird jetzt ein paar Minuten anhalten. Aber das ist dann halt so. So, Steine raus. Öl rein. Was haben wir noch hier? Nichts. Das fliegt auch weg. Das brauche ich auch nicht. So. Halt. Den hat man schon. Okay. Dann. Ja. Sieht so komisch aus hier. So, wie sieht's aus? 33. Ja. Ich nehme mal so einen hier. Werden das schon überleben, ne? So gut, das Haus haben wir. Dann gehen wir mal hier hoch. Das Auto werden wir noch machen. Sehr gut. Ist da vorne eigentlich Unterschied? Nee, ne? Ist alles dasselbe. Wo war denn jetzt der Truck hier? Hier war der Truck. Ja, da werden wir den Baum dann hier wegmachen müssen wahrscheinlich. Oder wir quetschen uns hier. Nee, das geht aber nicht. Werden wir sehen. So, ich gehe mal in das Haus hier. Jetzt muss ich mal schauen, in dem waren wir. Uiuiui. Die sind wieder da. Ist nicht so toll. Also wenn sowas aus dem Schneesturm angebrettert kommt, dann ist das schon nicht nett, muss ich mal sagen. Und der hat nicht mehr viel. Was hat denn der noch? Was hat der da? Der hat auch nicht so viel. Und der andere hat auch nicht so viel. Wow. Also. Allzu lange können wir auch nicht mehr bleiben. Was sagt der Wert? 62 sind wir runter. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Okay, warte mal, die Knochen hier waren noch drin. Brauchen wir auch nicht. So, was sagt der Wert? 52. Muss immer den Rücken ein bisschen frei halten, ne? Ich weiß nicht, ob die, wie die mich scouten, wann die mich scouten. Wenn sie mich scouten, dann. Ja, dann müssen wir halt sehen, ne? Das fliegt jetzt auch raus, das brauche ich auch nicht. Das fliegt raus. Das fliegt raus. So. Okay, ups. Okidoki. Wie liegt man da Zeit? Ja, wir sind eigentlich so, dass wir
an der Zeit fast dran sind, aber das ist mir jetzt egal. Wir nehmen uns für die restlichen Gebäude hier noch die Zeit, die wir brauchen. Hier hinten ist ein Zaun. Ich gehe mal hier rein. Ich habe ja fast die Vermutung, das war der vierte, den wir eigentlich so nicht brauchen, ne? So, wie sieht's denn aus? Ich tu mal hier was trinken darüber. Ich nehme mal eine Kartoffel. Ich trinke nochmal richtig. Oh, wir haben nicht mehr so viel zu trinken, sehe ich gerade. Gut. Was ist los? Sind wir zu schwer? Ja, sind wir. Dann fliegt das alles mal raus hier. Das fliegt auch raus. Die Eier brauche ich theoretisch auch nicht. Die kann ich essen. Die Kartoffeln schaden wir gerade. Ich müsste mal zum Fahrzeug. Siehst du, da haben wir es schon überstanden. Ja, Lampe habe ich die ganze Zeit an, aber da sehen wir auch was. Ne? Können wir uns ruhig mal leisten, dann machen wir uns eine neue. So, jetzt muss ich trotzdem mal zum Fahrzeug. Warte mal. Das habe ich natürlich... Oh, wow. Okay, also die sind handelbar. Die sind echt handelbar. Also wenn ich sogar richtig zurückschreite, immer einen Schritt zurück mache, nachdem ich getroffen habe, ist es sogar so, dass es keine Probleme gibt von, ja, dass er uns trifft, sage ich mal, ne, um das mal so zu sagen. Das ist schon eine feine Sache. So, das könnte durchaus mehr werden, ja, ist egal. Wir machen das mal so. Jetzt hole ich hier noch das Benzin. Und hier drin hat man alles. Hier drin hat man das auch, ne? Hier drin hat man alles, oder? Ja, hier hat man aussortiert, genau. Gut. Okay, dann müsste das Haus noch sein. Und dann müsste man eigentlich durch sein. Und ich gehe mal davon aus, wir werden nochmal bestimmt erschrecken, dass einer hinter uns steht und uns hier... Und ich muss mal... Oh, ich muss mal einen Verband nehmen. Huiuiuiui. Ja, vielleicht hätte ich immer so einen 100er nehmen sollen. Aber, ja... Oh, wir sind verletzt, sehe ich gerade. Das habe ich gar nicht gesehen. Komm mal her hier. Nehmen wir noch einen. Am Ersparten soll es ja hier nicht scheitern. Also wir können die auch selber herstellen, ne? Mittlerweile haben wir da... auch das alles da. Und wenn nicht, kriegen wir es von die Tiere. Also wir brauchen da bloß ein bisschen jagen gehen. Beziehungsweise mal in unsere Vorratskisten schauen. Ich habe ja zu Hause auch einiges. So ist es ja nicht. Ne? So, dann fliegt das mal raus hier. Die Kohle ist eigentlich schade drum, die wegzuwerfen. Warte mal, komm mal her. Hier, wir machen das mal so. Kann er sich oben noch ein bisschen... Ja. Austun, wie auch immer. Okay, gehen wir mal hier rein. Jetzt ist es natürlich so, jetzt könnte man wieder alles einsammeln, was man rausgeworfen hat. Weil wir doch mehr Platz haben. Aber wir lassen das jetzt mal so. Das, was wir jetzt noch mitnehmen, nehmen wir mit. Und alles andere ist dann egal. So. Ich würde das trotzdem nicht mitnehmen wollen hier. Ja, sieht doch toll aus, oder? So, und da haben wir wirklich den Drack in der letzten Ecke gefunden. Das ist ja eigentlich unglaublich, ne? Elektrikteile braucht er nicht, Kabel braucht er auch nicht. Das braucht er auch nicht. Was wiegt denn das? Tu das mal hier ran. So, das ist so, sind 8 Kilo, also sind das 5 Kilo. Das ist aber bedeutend weniger, wie ihr seht. Und naja. Gut. Ich fülle nochmal auf, was geht. Also wir brauchen 8 Mechanik, 20 Eisen, 20 Stahl und 19 Plastik. 8 Mechanik. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Werden wir uns in der nächsten Folge antun. Werden wir den holen. 8 Mechanik, 20 Eisen, 20 Stahl und 19 Plastik. So sieht's aus. Gut,
Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich fahre jetzt nach Hause, lade das aus, werde das vorbereiten und dann starten wir in der nächsten Folge, dass wir uns das holen. Den Truck. Benzin haben wir ja immer dabei, das sollte nicht das Problem sein. Ich muss da bloß mal schauen, dass wir uns dann den das ATV natürlich auch nach Hause holen. Weil momentan gefällt mir das eigentlich besser als der Truck, aber der Truck ist natürlich schneller. Aber ich hoffe, der ist nicht mehr so inkooperativ in der Fahrweise, wie er das noch in der Version 12 war. Wer es gesehen hat, weiß Bescheid, was ich meine. Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Und da kam mir noch der Geistesblitz mit dieser Stadt, die wir ja noch nicht besucht hatten, beziehungsweise durchgefahren sind. Und ja, gut, dann macht's gut, bleibt gesund, ciao, ciao und auf bald.